Hi zusammen, hier ist der Pavel, heute ist Freitag und ich habe heute ein neues Video für euch. Ja, wie immer halt. Ja. In diesem Video geht es heute um ein ultimatives Herbstbild. Ich habe vor ein paar Tagen ein Bild auf Facebook gepostet, und zwar exakt dieses Bild, und habe gefragt, ob ihr Lust habt, dass ich ein Video dazu mache. Einige haben geschrieben, nö, wollen wir nicht, ja, aber wir wollen Freistellung, wir wollen Büffelmozzarella und so weiter. Gut, die meisten haben doch geschrieben, ja, Pavel, mach das, und deshalb mache ich das jetzt. Ja, jetzt bin ich ins Feld gefahren. Ihr seht, das Wetter ist so lala. Am liebsten würde ich mich jetzt in den Flieger setzen und irgendwo hinfliegen, Mallorca oder sonst irgendwohin weiter, wo es warm ist. Aber Herbst hat natürlich durchaus positive Seiten. Und wenn man ein bisschen Glück mit dem Wetter hat und passende Kleidung hat, dann kann man sehr viel spazieren, sehr viele Fotos machen, sehr viel Interessantes und Schönes erleben, die ganzen Farben genießen, und ich liebe es. Ich liebe Herbst, weil Herbst hat die meisten Farben von allen Jahreszeiten. Winter ist nur weiß, Sommer ist grün oder halt ausgebrannt, Frühling, da ist noch nichts los. Gut, irgendwann mal fangen an, die Vögelchen zu zwitschern, wie jetzt zum Beispiel. Und dann können wir natürlich auch auf die Blümchen hoffen und auf besseres Wetter. Also jede Jahreszeit hat irgendwie was Positives, was Interessantes, was Schönes. Aber Herbst ist halt ultimativ bunt. Und bunt, ja, wenn ich das alles sehe hier, also das kommt mir natürlich extrem entgegen. Ich mag bunte Farben, wenn ich jetzt hier diese ganzen Blätter sehe. Es ist super schön. Es ist einfach fantastisch, wie es alles riecht. Ja, also wenn ich jetzt die ganzen Blätter rieche, dann sage ich, das ist Herbst. Herbstgeruch. Ich möchte einfach ein Parfum haben, was nach Herbst riecht. Das würde ich mir schenken. Olga hat schon sowas. Ja, aber es ist Damenparfum, deshalb würde ich das auch erfinden. Ja, jetzt spaziere ich einfach durch Felder, durch den Wald, durch den Park und mache meine Fotos. Und das Bild, was ich euch gezeigt habe, das ist eine HDR-Aufnahme. HDR, ihr wisst wahrscheinlich, was das ist High Dynamic Range, das ist ein Foto mit extremem Kontrast und Farbumfang, und so ein Foto entsteht aus einer Reihe von Bildern. Und jetzt zur Technik. Ich liebe es, wenn ihr fragt, womit ich es aufgenommen habe. In dem Fall ist es absolut egal. Gut, das, was ich jetzt habe, das ist die Sony RX 10 Mark III. Ich habe darüber schon ein Review gemacht und ich habe fotografiert mit folgenden Einstellungen. Es gibt hier sogenanntes Bracketing. Das heißt, wir liefern schon mal die HDR-Komponenten für eine Aufnahme, die wir dann in Lightroom oder in Photoshop zusammensetzen. Und diese Komponenten sind manchmal 3, manchmal 5, manchmal 7, manchmal 9. Ihr merkt, es ist immer ungerade Zahl und es ist davon abhängig, wie wir es haben wollen. Also im Prinzip reichen schon 3, manchmal 5. Und das, was ich jetzt gemacht habe, das sind jetzt 5 Aufnahmen. Und ich habe hier immer eine Aufnahme ohne Belichtungskorrektur, 2 Aufnahmen mit Plusbelichtungskorrektur und 2 Aufnahmen mit Minusbelichtungskorrektur. Das kann man zum Beispiel in 1/3 Schritten machen. Ja, dann fotografiert man praktisch diese Szene. Wenn ihr nicht ruhige Hand habt, dann fotografiert am besten mit Stativ. Sonst verschieben sich die Aufnahmen, das Ganze sieht dann ziemlich verwackelt aus, ist für HDR womöglich auch nicht geeignet. Stabile Kamerahaltung ist extrem wichtig. Ja, und dann machen wir einfach eine Aufnahme. Das sieht dann so aus. Hört mal. Ja, also es sind 5 Aufnahmen, die hintereinander gemacht werden. Und dann können wir diese Aufnahmen nehmen, in Photoshop oder in Lightroom laden und ein HDR-Bild erzeugen. Und das ist alles. Also mehr gibt es dazu nicht zu berichten. Das ist jetzt einfach. Und jetzt gehen wir zum Photoshop und machen ein richtig tolles HDR-Bild. Und nun darf ich vorstellen HDR. HDR bedeutet High Dynamic Range. Das wissen alle, das ist aus dem Englischen. Die Fotos mit besonders großem Dynamikumfang. Macht Spaß, diese Fotos anzugucken, macht Spaß, diese Fotos zu machen.
Wie macht man das überhaupt? Ja, wir brauchen erstmal 5 Bilder oder 7 Bilder oder 9 Bilder. Also das heißt, ein Bild ist überbelichtet, ein Bild ist unterbelichtet, ein Bild ist nochmal überbelichtet, ein Bild ist nochmal unterbelichtet und ein Bild ist normal. Also das heißt, wir haben von 0 angefangen bis minus 1 Drittel, minus 2 Drittel oder plus 1 Drittel, plus 2 Drittel. Also so funktioniert das. Also wir haben auf jeden Fall unterschiedliche Belichtungsstufen und diese Belichtungsstufen können wir zu einem HDR-RAW-Bild, versteht sich, zusammenfügen. Ich habe das jetzt in Kamera-RAW-Modul von Photoshop gemacht und so eine DNG-Datei erstellt. Schaut mal bitte, wie das Ganze aussieht. Die wird jetzt gleich geöffnet. So, machen wir das Ganze ein bisschen kleiner, sodass ihr auch alles seht. So, das ist jetzt diese Datei. Und schaut mal, was hier los ist. Also wir haben hier auf jeden Fall eine leichte Anpassung. Leichte. Lichter minus 100, Tiefen plus 80. Das ist natürlich sehr leicht. Ja, ja, und dann habe ich hier natürlich die Kontraste angepasst, Dynamik angepasst. Dann wurden hier natürlich auch Sättigung für relevante Farben angepasst, Luminanz angepasst für Blau, Aquamarin und Lila wegen dem Himmel. Und dann gibt es natürlich auch ein paar selektive Korrekturen, also einmal mit dem Verlaufsfilter für den Bereich mit den Bäumen und Radialfilter für den Himmel. Also den Himmel habe ich quasi abgedunkelt mit Belichtung, Tiefen und das ist alles. Also hier passiert eigentlich nichts mehr. Wir müssen das Bild jetzt weiterverarbeiten. Und weiterverarbeiten, wie machen wir das? Wir gehen jetzt einfach auf Öffnen. Das Bild öffnet sich in Photoshop und hier können wir noch ein bisschen an den Schrauben drehen. Das ist immer so eine ganz große Aufgabe, also mehr solche Sachen zeige ich in meiner DVD Kamera RAW Total und auch in 99 schlaue Photoshop Tricks, aber ich zeige euch auch jetzt, was ich hier machen würde. Wenn wir das Bild so analysieren, was fällt hier? Hier fällt natürlich ein bisschen an Kraft und an Dynamik. Und deshalb habe ich nicht umsonst hier selektive Tool, und zwar Nick Filter Collection. Und ich gehe jetzt auf Color FX Pro. Hier kann ich selektiv verschiedene Sachen einbauen. Die werde ich jetzt auch hier zeigen, was ich hier genau mache. Machen wir erst einmal. Oh, sieht das geil aus. Mein lieber Scholle. Ja, das ist Indian Summer. Das ist ein Filter, was ich ganz sehr liebe. Ja, das ist hier. Wo ist das denn? Indian Summer. Ja, hier, genau. Also hier kann man zwischen verschiedenen Optionen wählen. Und ich habe die krasseste Option ausgewählt. Die, weil ich finde sie einfach sehr intensiv, sehr schön. Bestätige das mit OK. Und jetzt werden die ganzen grün-gelben Bereiche orange angezeigt. Das ist jetzt natürlich nicht vorbei, weil wir haben das als extra Ebene und ich maskiere diese Ebene und fülle sie erstmal mit schwarz. So, was dann? Dann werde ich mit einem Pinsel mit weißer Farbe, mit Deckkraft und Fluss, beides ungefähr 30-40, hier die Bereiche einblenden, die ich möchte. Ja, das sage ich, okay, so hier ein paar Bäumchen, ein bisschen orangeniert, orangeriert oder was auch immer. Ja, sag, schau mal. Jo, sehr schöne Farben. Wunderbar, sieht sehr gut aus. Auch hier können wir ein bisschen orange reinpusten. Vielleicht mit kleinerem Pinsel. So, ja. Schaut, so sieht das schon jetzt aus. Dann können wir natürlich noch weitergehen. Ich gehe jetzt wieder zu Color FX Pro und nehme die nächste Option. Also es gibt hier so viel Zeug. Es ist ein Wahnsinnstool, vor allem kostet nichts. Ja? Also ich gehe jetzt auf Skylight Filter. Skylight Filter bietet uns die Möglichkeit, das Ganze intensiver zu gestalten. Also wir haben jetzt hier natürliche Farben, aber wir können jetzt mit Stärke variieren. Also wir können entweder subtil nehmen oder mittel oder stark. Gut, stark ist mir zu stark. Ich nehme subtil, das heißt 20%. Bestätige das wieder mit OK. Und dann werde ich hier genauso mit den Masken arbeiten. Also erstmal das Ganze mit schwarz füllen und dann, wenn ich sage, okay, Gras soll ein bisschen grüner sein, so, da blende ich das ein. Hier auch bei den Bäumchen etwas grün, etwas orange.
zack, zack, zack. So, hier genauso. Voilà, fantastisch. Ja, das sind die Sachen, die absolut Spaß machen. Was können wir noch machen mit Nick-Filter? Ja, wir gehen wieder auf Color FX. So, Color FX, öffnet sich und dann gucken wir jetzt mal, was wir noch machen können. Wir können hier natürlich auch noch erstmal auf alle klicken und dann auf Detailextraktor gehen. Wow. Detailextraktor ist extrem geil, aber sehr gefährlich, weil hier kann man alles schlecht machen. Wir machen es aber gut, deshalb auf OK klicken. Das wird sowieso jetzt auf einer separaten Ebene aufgeladen. Und dann werden wir die Sachen raussuchen, die uns gefallen. Und ihr werdet sehen, das funktioniert tatsächlich gut. So, Detailextraktor. Der Himmel sieht schon mal schick aus mit Detailextraktor. Vergleich mal, zack und zack. Also den Himmel finde ich genial. Deshalb erstmal mit Schwarz füllen. Und schau mal, hier kann ich wunderbar jetzt die Bereiche einblenden, die ich so toll finde. Ja, das heißt, den Himmel blende ich ein. Dann werde ich hier bei diesem Baumstamm auch noch ein bisschen was einblenden, um die Strukturen zu bekommen. Bei dem Birkenbaum genauso. Und dann werde ich hier noch ein paar helle Bereiche einbauen, sodass diese auch etwas besser angezeigt werden. Schaut mal, so und so. Ja? Also so haben wir tatsächlich mehr aus dem Bild rausgeholt. Und dann passiert Folgendes. Ich werde jetzt hier Tonwertkorrektur nehmen, werde das Ganze stark abdunkeln, so, bisschen Kontrast runter und werde hier auch erstmal mit Schwarz füllen und dann mache ich die Maskierung mit dem Verlaufswerkzeug von verschiedenen Seiten, sodass ich so eine Art Vignette einbaue. So, ja, das Ganze wirkt jetzt richtig dramatisch. Und damit unser Drama noch mehr verstärkt wird, mache ich hier in der Mitte eine Auswahl mit Auswahl Ellipse, Werkzeug und setze hier noch eine Tonwertkorrektur und werde hier alles etwas heller und kontrastreicher machen. Schaut wunderbar. Ja? Weiche Kante natürlich, damit wir keine Kreise hier sehen. So, ja, sehr schön. Und hier unten, jemand bei Facebook hat mir geschrieben, ja, die Straße sieht so lila aus. Na und? Sie will das vielleicht so haben. Ja, deshalb auch hier Tonwertkorrektur aufhellen. So. Ich kann hier erstmal so machen, dass wir weiche Kante einbauen. Zack. Und wenn ich lila haben will, kein Problem. Maske laden. Dann gehen wir auf Farbe, Farbbalance. Da kann ich vielleicht ein bisschen Blau, ein bisschen Magenta, ein bisschen Cyan, alles was ich will. Ja? Wenn ich die Straße lila haben will, dann ist das okay, dann ist das auch kein Thema und dann können wir das so machen. So, Eigenschaften anzeigen, genau. Weiche Kante, ein bisschen, zack. So, schaut mal, das Bild ist fertig. Ja? Wenn ich jetzt hier auf Alt klicke, Original aus der HDR-Entwicklung in Kamera RAW. Langweilig. So, das, was ich daraus gemacht habe, nicht langweilig. Man sieht, dass das Pavel gemacht hat und das sieht gut aus. Was mir nicht ganz gefällt, ich zeige das mal, das ist die sogenannte Geisterbildung hier. Ja, das hier, das sieht irgendwie so ziemlich flau aus. Ich vermute mal, hier ist ein Vogel irgendwie reingeflogen. Deshalb mache ich jetzt eine Sammelebene und werde diesen Bereich einfach zustempeln. Kopierstempelwerkzeug, aktuelle Ebene, dann nehmen wir hier die Blätter, die scharf sind, hier vielleicht auch irgendwas, so und alles wunderbar, diese Geisterbildung ist jetzt weg. Ja, so einfach geht das mit dem spektakulären, ultimativen Herbstbild und wenn ihr mehr lernen wollt, wie ich sowas mache, da gibt es DVDs von mir noch und nöcher. Es gibt Videotrainings zum Downloaden, es gibt Videotrainings zum Kaufen auf DVD, die sind alle bei uns im Shop. Also ich kann euch speziell empfehlen, Kamera RAW Total und 99 schlaue Photoshop-Tricks. Und wer sich für Fotos interessiert von Personen, also speziell Porträtfotografie,
Da kann ich empfehlen, kreative Porträtfotografie. Da zeige ich natürlich auch die ganze Palette von Bildbearbeitung in Photoshop und in Lightroom. So, das war's für heute. Habt gesehen, das ist wirklich sehr einfach. Probiert es aus. Ihr werdet sehen, es klappt und ihr habt jede Menge Spaß beim Bearbeiten, beim Nachbearbeiten, bei den Farben rausholen und natürlich dann beim Zeigen. Vergiss nicht, das Bild der Oma zu schicken. Sie freut sich besonders, weil Oma liebt auch Herbst. Ja, und wir sehen uns nächsten Freitag oder sogar ein bisschen früher, je nachdem, wie viel Material ich habe, je nachdem, wie wir, mich und ich, für euch irgendwas noch aufnehmen können. Und ja, also dann gibt es natürlich auch Talk von Micho und Pavel oder wie immer ein Freitagsvideo. Und ansonsten, oh, ich bin jetzt komplett außer Atem, weil Berghochlaufen ist nicht so mein Ding, ja, aber ist egal, ich gehe jetzt zum Auto. Ja, ansonsten schaut bei uns im Shop vorbei, wir haben neue Videos. Bald kommt eine absolut neue DVD raus. Welche, sage ich noch nicht, also das werdet ihr sehen. Und besucht unsere Veranstaltung. Wir haben für 2017 schon so viel geplant. Kurz Städtetrips, zum Beispiel Prag, Amsterdam, Dresden, Wien, Basel. Wir werden bald eine Fotoreise posten nach Kreta. Im Herbst gibt es Portugal und natürlich auch zahlreiche Workshops, kleine Workshops, große Workshops, Lifestyle-Events und ja, alles Mögliche. Ihr seht, wir haben viel zu tun, Micho und ich. Ich freue mich, dass wir tatsächlich so viel Arbeit machen und diese Arbeit bei euch gut ankommt. Und ja, also wir machen einfach weiter. Warum? Weil wir es nicht anders können. An dieser Stelle sage ich Tschüss und Goodbye. Grüßt alle, die ihr lieb habt. Bis zum nächsten Freitag. Ciao.